Herzlich willkommen zur Technik Ranch. Ich habe ein neues Buzzword gelernt. Ja. Sind es zwei. Geplante Obsoleszenz. Aber geplant kannten sie schon, ne? Okay, also ist ja egal. Was heißt das? Das ist quasi der Verdacht, dass die Industrie Geräte baut, die nur noch so lange halten wie die Garantie und dann aufgrund von eingebauten Schäden oder beziehungsweise Schwachstellen einfach mal kaputt gehen. Geplante Obsoleszenz. Heute ein Thema bei uns. Huhuhu. Außerdem reden wir über Windows. Oder das CT Windows Backup System. Wir haben uns nämlich was ganz Neues einfallen lassen. Ein sehr einfaches Backup für Windows. Wie man ohne großen Aufwand dieses leidige Thema Backup mal endlich vom Hals hat. Und was haben wir noch in der Sendung? Und dann haben wir noch ein anderes leidiges Thema, nämlich Identitätsdiebstahl, insbesondere im Zusammenhang mit den E-Mail-Postfächern bei web.de. Da kommt es nämlich immer mal wieder vor, dass sich Leute unter falschem Namen anmelden und dass dann aber die Leute, unter dem Namen man sich da angemeldet hat, Mahnungen kriegen bis hin zum Inkassobüro und irgendwie keiner so recht an Einsehen hat, dass die jetzt doch nicht für fremde Leute zahlen. Viel Spaß. Genau. Gucke, aber sofort. Tja, wo bleibt der Mönch? Ah, da ist er. Hörte, es geht um Windows und bin natürlich gerannt. Ach so, ja, ich merke schon, er hat es total eilig, hierher zu kommen. Aber ja, Herr Münch, es geht um Windows 8.1 und das leidige Thema Backup. Backup. Ja, beides Themen, die Sie total begeistern, ne? Backup müssten Sie eigentlich gut finden. Weil diese Festplatte hier mit den 45 Technik-Ranches drauf kaputt gegangen ist. Ja, Backup wäre jetzt gut gewesen. Ich hätte in diesem Fall ein Backup auf der Festplatte meines Notebooks. Aber okay, gut. Also von der letzten, die ich noch nicht geschnitten war jedenfalls. Und die restlichen sind, da habe ich Backup bei YouTube. Naja, okay. Okay. Ja, also, ja. Jetzt mal Spaß beiseite. Was hat es auf sich mit dem CT Windows Backup? Ja, mein lieber Kollege Axel Faldig hat sich was ganz Tolles ausgedacht. Und zwar hat er sich Windows 8.1 und die von Microsoft mitgelieferten Tools mal genauer angeguckt und hat dabei festgestellt, dass Microsoft mit jedem Windows 8.1 ein Programm bzw. ein Programmsystem mitliefert, das eigentlich für große Hersteller gedacht ist, um dieses Windows auf ganz vielen Rechnern zu installieren, möglichst einfach in immer gleicher Installation mit allen Programmen drumherum. Dann hat er sich gedacht, Moment, das könnte man doch auch Normalsterblichen zugänglich machen, hat ein Skript geschrieben, mit dem ich die Windows-Partition und alle Programme, die da drumherum sind, bei Windows 8.1 automatisch auf eine USB-Festplatte backuppen kann. Das geht jetzt aber nur bei 8.1, ja? Genau, das geht ausschließlich bei Windows 8.1. Bei den älteren Windows-Versionen klappt das leider nicht. Weil Windows 8.1 eigentlich schon so fürs Büro vorbereitet ist, dass man das alles... Weil da vor allen Dingen dieses Programm schon mal dabei ist. Ähnliche Programme gibt es für Windows 7 auch, aber die sind sehr kompliziert und sie werden vor allen Dingen nicht mitgeliefert. Mhm. Und der andere Grund, warum wir uns auf Windows 8.1 konzentrieren an der Stelle, ist halt einfach, der Support für Windows 7 läuft in wenigen Monaten aus. Mhm. Das heißt, da gibt es zwar dann bis 2020 noch Sicherheitsupdates, aber es werden keine neuen Features mehr eingebaut. Beispielsweise DirectX-Unterstützung, DirectX-Version 12 wird es nicht mehr geben. Das heißt, ich muss eigentlich, wenn ich heute einen modernen Rechner habe, sowieso Windows 8.1 nutzen. Und das ist auch aus sicherheitstechnischen Gründen durchaus eine sinnvolle Lösung, zu sagen, okay, ich denke jetzt mal über einen Umstieg, beziehungsweise beim Neukauf natürlich ganz automatisch über Windows 8.1 nach. Auch nicht 8, sondern 8.1. 8.1, genau. Die 8er-Version, das ist mehr so, Microsoft hat es dann mal versucht, es war irgendwie nicht so richtig gelungen. Okay. Und bei 8.1 kommt man halt auch um diese blöde Kacheloberfläche herum. Man kann das mit dem Classic Shell im Prinzip aussehen lassen wie ein Windows 7, nur dass es halt darunter deutlich stabiler läuft und eben viel mehr moderne Möglichkeiten hat. Also, um das ganz kurz nochmal abzuschließen, 8.1 ist ein vernünftiges Betriebssystem aus Sicht. Genau, ist aus unserer Sicht ein vernünftiges Betriebssystem, ist eigentlich auch das Windows, was man heutzutage verwenden sollte, wenn man einen Rechner hat, der modern genug dafür ist. Bei alten Systemen, um Gottes Willen, nicht unbedingt umrüsten. Da kann man bis 2020 warten, bis dahin hat man sich sowieso einen neuen Rechner gekauft. Jetzt müsst ihr natürlich nachfragen, was heißt denn jetzt wieder modern genug? Was muss er denn haben? Naja, modern genug heißt. Wie viel Arbeitsspeicher, wie viel. Nee, es geht mehr um den Prozessor der da drin ist. Der hat einen bestimmten Modus, den er einfach braucht für Windows 8.1. Und das geht eben mit alten Systemen nicht. Was aber wenn ich alt? Heute aktuell einen Core i irgendwas habe oder auch einen aktuellen Celeron, dann habe ich damit kein Problem. Das wird automatisch unterstützt. Okay. Dann, wie funktioniert jetzt also dieser Rettungsring für Windows 8.1?
Ja, er funktioniert eigentlich ganz genial. Ich muss zu Anfang eine USB-Festplatte so einrichten und formatieren, dass ich davon booten kann. Wie das geht, hat der Kollege sehr, sehr genau beschrieben. Also da muss man wirklich nur Punkt für Punkt einfach streng folgen. Ich erspare Ihnen hier mal die Aufzählung, weil der Apple-User Münch schläft dann ein und sowas liest man auch besser nach, als dass man es jetzt hier anhand des Videos macht. Nach dieser Einrichtung benutzt man ein Skript, das der Kollege geschrieben hat. Das ruft man einfach auf und dann wird quasi eine Art Image auf das auf die Festplatte geschrieben, aber nicht so, wie man das von den Imagern kennt. Der eine oder andere macht das ja schon, der macht immer Plattenabbilder. Aber der Vorteil von dieser Art Technik ist eben, dass ich kein 1:1 Abbild anlege, sondern ich lege ein Abbild an, das ich im Notfall auch mal auf eine andere Hardware übertragen könnte. Das heißt zum Beispiel auf einen neuen Rechner. Oder wenn sich andere wesentliche Komponenten, meinetwegen das Motherboard ist abgeraucht und ich muss jetzt Neues einbauen, da ist ein anderer Chipsatz drauf. All diese Eventualitäten werden automatisch mit abgedeckt, weil ich letztendlich die Windows-Installationsroutine benutze, nicht um das Windows neu zu installieren, sondern um mein komplettes System einfach von einem System aufs andere zu transportieren. Und das ist so ein Universal-Backup. Wenn es einmal eingerichtet ist, kann man es sogar so einrichten, dass man da nie wieder ran muss. Das packe ich doch nicht auf meinen Rechner, das packe ich doch auf einen USB-Stick dann? Oder auf nein, das packe ich auf eine externe USB-Festplatte, weil ich muss ja auch die Daten irgendwo hinkriegen. Die Sticks sind meistens zu klein dafür. Ja, weil also ich alles darauf backuppe. Also genau. Genau. Also das ist einfach Unsinn, das auf einem USB-Stick zu machen. Man kann das theoretisch auch ins Netzwerk auslagern oder theoretisch sogar in die Cloud, aber ich kann natürlich von der Cloud oder vom Netzwerk schlecht booten. Also brauche ich dann, wenn ich es wieder zurückspielen muss, im Notfall tatsächlich wieder eine USB-Platte, die dann bootbar sein muss. Also ist es besser, man nimmt gleich eine USB-Festplatte und sichert das darauf. Und dann kann ich alles, was ich auf meinem einen Rechner habe, auf ganz viele im Büro. Genau, ja, und ich erspare mir auch die Aktivierung, solange sich nicht zu viel ändert. Mhm. Das heißt, wenn sich natürlich sehr viel ändert, dann merkt das Microsoft-System und sagt, jetzt müsstest du nochmal neu aktivieren, aber ich brauche zum Beispiel auch meine Seriennummer nicht neu einzutippen. Das ist im Prinzip alles schon passiert. Wie komme ich jetzt an das Programm? Das Programm kann man auf unserer Webseite einfach herunterladen, also www.ct.de und dort oder auch einfach bei YouTube dem Link folgen. Das ist auch die andere Möglichkeit. Das heißt, ich werde jetzt wieder einen Link eintippen, was? Zum Beispiel. Oder klicken auf den Link, der schon da steht unter diesem Video. Ah, ja, das wäre mir lieber. Dann ja, das würde ich schon so einrichten, das ist kein Problem. Ah, gut. Kriegen wir hin. Kann man heutzutage nicht bei YouTube auch Links eingeben, die man direkt aus dem Video raus anklicken kann? Kann man auch, ist aber schweinemühsam. Also haben Sie keine Lust drauf, ne? Genau. So ist er. Haben Sie sich auch manchmal gefragt in den letzten Monaten oder Jahren, wer bin ich? Oder ist das jetzt nicht so die ideale Hinleitung zum Thema Identitätsklau? Ich dachte... Doch, das passt dann schon und vor allen Dingen fragt man sich, wer glauben die eigentlich, dass ich bin, wenn es dann tatsächlich mal dazu gekommen ist. Und vor allem wie viele? Ne? Ja, und wie viel? Ja, und wie viel kosten mich meine vielen Ichs? Ja, in der Tat, es geht, eigentlich Hintergrund der Geschichte ist ein Fall, den wir bei Vorsicht Kunde hatten. Da hat ein Programmierer ganz plötzlich Mail vom Inkassobüro bekommen, weil er angeblich seine GMX-Mail-Rechnung nicht bezahlt hätte. Nur hat der Mann aber mit GMX gar nichts zu tun gehabt und es ging dann sehr lang hin und her. Es kam auch ein Inkassobüro dazwischen und letztendlich stellte sich raus, irgendjemand hatte einen Namen, der seinem verdammt ähnlich war, aber eben nicht seiner war, verwendet, um sich bei GMX anzumelden. Und die meinten jetzt, er müsste dafür zahlen und das ist dann egal, dass er das gar nicht ist, weil das Anmeldesystem hätte das ja nun sicher festgestellt, dass er das ist und jetzt her mit der Kohle. Mhm. Das ist so die Kurzversion davon. War das überhaupt schon eine Identitätsklau in dem Sinne oder war das ein... Es war im konkreten Sinne noch kein echter Identitätsdiebstahl. Sowas kommt immer mal wieder vor. Insbesondere passiert das natürlich Leuten, die ihre Daten öffentlich irgendwo haben. Also beispielsweise Doktoren oder... Architekten oder wer auch immer ganz öffentlich auftritt, der hat natürlich all seine wichtigen Daten, nämlich Name, Vorname, Geburtsdatum möglicherweise sogar noch, wobei man sich das auch oft selbst ausdenken kann, Adresse. Freischaffende Künstler wie ich. Freischaffende Künstler wie der Herr Münch. Leute, jeder, der einen Wikipedia-Eintrag hat und eine Webseite. Genau, da ist ja ein Impressum drin. Also jeder ist mit im Geburtsdatum Prinzip, und Kram. Ja, ist im Prinzip gefährdet.
weil jeder diese Daten nehmen kann und sich bei Diensten wie etwa GMX anmelden. Die prüfen überhaupt nicht, wer ist das tatsächlich, sondern die gehen einfach davon aus, das wird schon stimmen. Dann gibt es irgendwelchen Mailverkehr und man verifiziert dann eigentlich ganz wenig und zum Schluss kommt dann eben die Rechnung an die Stelle, wo die Adresse hinterlegt ist. Und dann wird die Sache sehr ärgerlich. Das Ganze passiert auch im Bereich von Online-Shops. Das heißt, dass Leute da mit meinen Daten auf meinen Namen einkaufen und eben die Ware irgendwo umleiten, dass sie nicht zu mir kommt, sondern eine alternative Lieferadresse irgendwo zu einem toten Briefkasten oder zu einer Postbox oder sonst irgendwas Lustigem. Genau. Also das Problem ist in der Tat nicht zu unterschätzen und man sollte da höllisch aufpassen. Wenn man tatsächlich den Verdacht hat, dass sowas stattgefunden hat, muss man sich unverzüglich wehren. Okay. Nochmal, der erste Fall, eine Namensduplizität, die unangenehm wurde unter Umständen. Ja, oder auch nur eine Namensähnlichkeit. In diesem Fall war es halt so, dass die Namen noch nicht mal. Dann genau haben die einfach mal den Namen gegoogelt. So. Aber es gibt natürlich auch tatsächlich Leute, die sagen: Ach, guck mal hier, Matthias Münch, geboren dann und dann, das ist ja alles. Findet mal, wunderbar. Leg ich mal ein Profil an. So. Genau. Mhm. Was tue ich also, wenn ich das Gefühl ganz habe, hier bin ich Opfer geworden? In solchen Fällen, sehr oft merkt man es ja dadurch, dass man irgendwelche Rechnungen oder Mahnungen bekommt. Das allererste und wichtigste ist, dass man dieser Rechnung oder Mahnung oder auch dem Inkassoschreiben einfach mal widerspricht. Das muss man nachvollziehbar machen. Also bitte nicht einfach so am Telefon mit dem Service reden und sagen, hey, das war ich nicht, sondern im Idealfall mit Fax, Sendebeleg. Wer es ganz sicher haben will, kann es auch mit einem Einschreiben machen, aber das kostet halt unnötig viel Geld. Und man hat auch da keine komplette Sicherheit, also nicht mehr Sicherheit, als wenn man es gefaxt hätte. Dem Unternehmen, das da Geld von einem haben will, zufaxen, sagen, okay, ich war das nicht, gebt mir die Daten der sich da angeblich angemeldet hat. Sind es tatsächlich meine Daten? Dann sollte man im nächsten Schritt zur Polizei gehen und sagen, Leute, hier wurde meine Identität gestohlen. Ich erstatte Anzeige gegen Unbekannt. Das wird in der Regel nichts bringen. Aber man hat dann zumindest alle Schritte getan, um sich vor weiteren Maßnahmen, und die werden in jedem Fall kommen, zu schützen. Also es ist ja leider so, dass diese Unternehmen, die halt wenig Wert auf Prüfung von Identitäten legen bei der Anmeldung, dann hinterher sehr viel Wert auf die Bezahlung der Rechnung legen. Das geht dann sehr schnell zum Inkassobüro. Ja. Und Inkassobüros neigen ja auch dazu, erstmal Geld haben zu wollen und dann darüber nachzudenken, ob sie den richtigen erwischt haben. Ja. Und wie sind denn dann jetzt meine Chancen aber am Ende? Ich habe dann alles gemacht, ich habe Anzeige gegen Unbekannt erstattet. Schützt mich das denn dann vor Zahlungen oder? In der Regel schon. Man muss aber hartnäckig bleiben. In diesem Fall, den wir jetzt hatten, war es auch tatsächlich so, dass das Inkassobüro natürlich auf den Protest des Kunden nicht reagiert hat, sondern man hat gesagt, nee, das ist schon alles voll in Ordnung. Als der Kunde dann noch weiter insistiert hat, hat man gesagt, naja, okay, wir einigen uns auf eine Abschlagszahlung, dann lassen wir dich in Ruhe. Auf diesen ganzen Mist muss man sich nicht einlassen. Wenn man einmal dieses Schreiben vom Inkassobüro oder auch der Rechnung widersprochen hat, das nachweisen kann, dass man das getan hat, also per Sendebeleg vom Fax etwa, dann hat man Ruhe. Und alle weiteren Schreiben, die kommen vom Inkassobüro, von wem auch immer, kann man ignorieren, bis zu dem Punkt, wo möglicherweise ein gerichtlicher Mahnbescheid kommt. Den erkennt man aber sofort, weil der wird zugestellt. Da muss ich also für unterschreiben, dass ich den erhalten habe. Da steht auch Mahnbescheid drauf. Und die Briefträgerin guckt einen ganz komisch an. Genau, also so komische Dinge passieren. Dann sind ja, was sind dem, das? Gelb, glaube ich, oder? Ja, gelb oder blau, je nachdem, was man für eine Behörde da jetzt mit dabei beteiligt hat. Und dem muss man dann aber auf jeden Fall widersprechen. Sobald es dazu kommt, sollte man unbedingt sich rechtlichen Rat holen. Das kriegt man am einfachsten bei den Verbraucherzentralen vor Ort. Also mit diesem Schreiben hingehen, mit dem Schreiben, was man vorher schon, also beziehungsweise mit dem Faxbeleg, dann auch zusammen dorthin gehen. Und dann kann man das in der Regel abwehren. Wenn man diese Frist versäumt, dann wird aus dieser unberechtigten Forderung ganz plötzlich eine Forderung, die man tatsächlich per Gerichtsvollzieher einziehen kann. Und sich dagegen wieder zu wehren, das wird sehr mühsam. Außerdem habe ich als Kunde leider eine Mitwirkungspflicht an der Geschichte. Das heißt, ich muss der Gegenseite, auch wenn sie komplett Unrecht hat, oder ich darf der Gegenseite nicht unnötig viel Arbeit machen. Ja. Damit, also die Schritte eigentlich ganz einfach. Es kommt ein Schreiben vom Inkassobüro per Fax mit Sendebeleg widersprechen. Danach alle weiteren Schreiben von dem Haufen ignorieren. Gucken, kommt ein Mahnbescheid, dann sofort aktiv werden, zur Verbraucherzentrale gehen, sich beraten lassen, Widerspruch einlegen. Und dann kriegt man den Mist auch vom Hals. Wir müssen vielleicht noch mal kurz dazu sagen, so oft kommt aber kein Mahnbescheid, oder? Mahnbescheide kommen in der Regel nicht. Die meisten Inkassobüros sind
sehr, sehr hartnäckig, versuchen also mit eigenen, sehr bedrohlichen Schreiben irgendwas zu erwirken, weil die meisten halt dem doch Eindruck entgegenzuwirken, sie sind nur Papiertiger. Aber sie sind unterm Strich Papiertiger. Man muss auch wissen, es gibt ein neues Gesetz. Das ist seit November letzten Jahres in Kraft. Inkassobüros müssen inzwischen mir sehr viele Informationen geben. Es gibt immer noch Inkassobüros, die das nicht machen. Es muss zum Beispiel eindeutig sein, wer ist der Auftraggeber? Auf welche Leistung bezieht sich das? Wenn das ein Vertrag ist, wann wurde dieser Vertrag wie geschlossen? All diese Informationen gehören in dieses Paket hinein. Sind die nicht da, dann ist die erste Antwort an das Inkassobüro: Liebe Freunde, ich mache euch jetzt mal ein bisschen Arbeit, schickt mir mal die gesetzlichen Belege. Und dann können wir überhaupt erst weiter diskutieren. Im Übrigen widerspreche ich erstmal allem. Schickt mir mal die gesetzlichen Belege. Und im Übrigen widerspreche ich allem. Was? Da würde selbst ich gerne mal einen Fax mit Sendebeleg schicken. Ich habe natürlich kein Faxgerät, aber irgendwo wird ja mal eins rumstehen. Gut, das kann man in ganz vielen Fachgeschäften, auch in ganz vielen Kaufhäusern gibt es sowas schon als Möglichkeit, dass man da. Eigentlich nicht verkehrt, bevor man da irgendwas selber falsch macht beim Bedienen, geht man vielleicht lieber mal in so einen Papierladen. Ja, wichtig ist halt, dass man diesen Sendebeleg hat. Ja. Das nennt sich ich denke, wenn man dafür bezahlt, Sendebeleg, wird man schon auch einen bekommen. Ne? Ja, genau. Muss man dem, der es sendet, nur halt einfach sagen. Dann macht er das. Sehr gut. Dankeschön. So. Wie war nochmal geplante Obsoleszenz? Nicht Adoleszenz. Obsoleszenz. Geplante Adoleszenz? Obsoleszenz. Da steht es nochmal zum Nachlesen. Geplante Obsoleszenz. To be obsolete heißt eigentlich überflüssig sein, oder? Genau. Geplante Überflüssigkeit ist es im Prinzip. Ach so, weil ein Staubsauger, der nicht funktioniert, ist überflüssig. Ja, so ungefähr also, kann man es. Okay. Also meine Damen und Herren, wunderbar, bitte merken Sie sich unbedingt dieses fantastische, diesen Begriff geplante Obsoleszenz steht dafür, dass ein Gerät quasi eine eingebaute Halbwertszeit hat. Ja, also so ein Kaffeevollautomat, ich höre immer wieder, Sie wissen ja, Kaffeevollautomat bei mir ein großes traumatisches Thema. Mhm. Er hat heute auch schon selbsttätig meine Trester-Behälter, Trester-Schale da, wie das da heißt. Den muss man jetzt Kopfschale und Trester-Behälter. Ja, egal. Also, anyway. Es wird immer wieder gemunkelt bei Kaffeevollautomaten, die halten 5 Jahre und dann sind die kaputt, weil die kaputt sein sollen. Das wäre dann, wenn es denn so wäre, eine geplante Obsoleszenz. Dasselbe wird auch für Waschmaschinen, für Fernseher immer wieder behauptet. Für Smartphones wird genau das auch behauptet. Okay, und was haben wir damit zu tun? Nun, es gab eine sehr interessante Studie, die im Auftrag der Bundesregierung stattgefunden hat. Und da, weil dieses Thema so lange schon durch die Foren geht, dass man gesagt hat, okay, jetzt wollen wir doch mal wissenschaftlich nachgucken, wie ist das eigentlich? Gibt es denn Belege dafür, dass es Unternehmen gibt, die tatsächlich Schwachstellen bewusst einbauen in ihre Geräte, damit neue Geräte gekauft werden? Und die andere Fragestellung war, warum kaufen eigentlich Leute nach 2, 3 Jahren einen neuen Flachbildfernseher, ein neues Handy und so weiter. Mhm. Und die Ergebnisse dieser Untersuchung waren erstaunlich aussagekräftig, finde ich nun wieder. Mhm. Insbesondere, wenn man sich solche Sachen anguckt wie Flachbildfernseher oder eben auch Smartphones. Mhm. Tatsächlich war es bei den Fernsehern so, dass 63% der Leute den Fernseher nicht neu gekauft haben, weil der alte kaputt war, sondern sie wollten einfach ein besseres Gerät haben. Überrascht mich überhaupt nicht. Überrascht einen nicht unbedingt. Was aber vielleicht überraschend ist, ist die durchschnittliche Nutzungsdauer. Jetzt wohlgemerkt nicht Lebensdauer, sondern es geht um die Nutzungsdauer eines Fernsehers. Beim Röhrenfernseher waren das noch 12 Jahre. Ein Flachbildfernseher wird durchschnittlich 5,6 Jahre genutzt. Ja, bei meinem wäre es also schon wieder so weit nach dieser Zahl. Ja gut, meinen ersten Flachbildfernseher habe ich ehrlich gesagt immer noch. Ich arbeite an den 10 Jahren. Mhm. Da werde ich noch ein Weilchen warten müssen, aber okay, er hat inzwischen auch die Funktion des Zweitfernsehers eingenommen in einem Gästezimmer. Tatsächlich habe ich auch mir. Ich wollte gerade sagen, so alt ist doch dieses Riesengerät, was Sie da stehen haben, gar nicht. Nein, nein, das ist also tatsächlich ein Faktor. Und noch interessanter wird das, wenn man dann Richtung Smartphones guckt. Wenn man da die Leute mal fragt, warum habt ihr eigentlich ein neues Gerät gekauft? Dann stellt man wirklich fest, ja verdammt, die meisten,
das alte, sagen einfach, das alte Gerät funktioniert noch, aber das neue ist doch viel besser. Das sind immerhin 40% der Käufer. 29% der Käufer sagen, also von den Leuten, die innerhalb von 3 Jahren ein neues Gerät gekauft haben, 29% sagen, ich kriege doch sowieso mit meinem Vertrag regelmäßig ein neues. Und diejenigen, die wirklich das Gerät gewechselt haben, weil das alte kaputt war oder weil der Akku schwach war, das waren 5 bzw. 9% der Käufer. Ja. Man sieht also, dieses Gefühlte, die Geräte halten nicht mehr so lange, stimmt, wenn man die Zahlen sich genauer anguckt, eigentlich nicht. Das heißt jetzt nicht, dass es keine geplante Obsoleszenz gibt. Mhm. Dieser Effekt kommt aber eigentlich von etwas ganz anderem. Denn warum soll ein gewinnorientiertes Unternehmen wie Samsung oder Apple ein Smartphone bauen, das 10 Jahre hält, wenn man doch so lange weiß, dass es nach 3 Jahren sowieso obsolet ist, weil der Kunde es quasi nicht mehr will. Mhm. Und damit ist es natürlich betriebswirtschaftlich auch unsinnig, wenn man jetzt sagt, okay, ich baue das Gerät einfach so solide, dass es weiterläuft. Mhm. Ein bisschen anders ist es bei Großgeräten. Auch da gibt es so einen Effekt, dass moderne Großgeräte einfach deutlich kürzer halten, allerdings nicht ganz so extrem. Was wäre denn jetzt ein Großgerät? Also eine Waschmaschine typischerweise, Kühlschrank, Geschirrspüler, also so die typischen Geräte, die man jetzt nicht so ohne weiteres aus Modegründen wechselt. Also meine Miele-Waschmaschine hält jetzt schon 20 Jahre und ob die nächste auch 20 Jahre hält, sage ich Ihnen dann, wenn ich in Rente bin. Weil genau, mir geht es ähnlich, es ist eine andere Marke, aber auch die hält einfach und hält und hält und hält. Das Einzige, was mal kaputt gegangen ist, allerdings auch nach 10 Jahren, ist eine sehr günstige Geschirrspülmaschine. Die ist jetzt durch ein anderes sehr günstiges Modell ersetzt worden. Und wenn die auch wieder 10 Jahre hält. Und Sie regen sich über meine auf, weil die piepst? In der Tat, meine piepst nicht. Na, meine piepst, wenn sie fertig ist. Dann die hört auch nicht auf. Also, furchtbar. Bevor sie nicht geöffnet Kurzum, vielleicht zurück zur geplanten Obsoleszenz. Die meisten Geräte, die wir neu kaufen, kaufen wir aus ganz anderen Gründen neu. Und das ist natürlich unterm Strich nicht Schuld der Industrie, sondern das ist unsere eigene Schuld, weil wir halt immer schneller, höher, weiter das Neueste haben wollen. Und das ist ausgesprochen unökologisch. Ich fasse mich da mal an meine eigene Nase. Ach, und das ist nicht die Schuld der Industrie, dass wir immer das Neueste haben wollen, weil die ja keine Werbung schalten, weil die einen ja nicht völlig kirre machen vor jeder Weihnachtssaison, weil die ja überhaupt nicht irgendwie behaupten, wer das nicht hat, ist aber ist sowas von gestern. Ja. Insofern, ja, natürlich, die Industrie tut ihren Teil dazu, aber wir sind leider auch sehr nachgiebig und folgen diesem Wünschewecken allzu bereitwillig. Man kann ja versuchen, so ein iPhone 6 10 Jahre lang zu betreiben und gucken, ob es dann noch funktioniert. Kann man mal versuchen. Ich würde fast sagen, ja, wahrscheinlich schon. Möglicherweise ja, keine Ahnung. Ja. Mein Smartphone ist jetzt erst 2 Jahre, 2,5 Jahre alt. Muss ich also noch eine Weile. Okay, so viel zur geplanten Obsoleszenz. Einmal buchstabieren. Selber schreiben. Menno. Obsoleszenz. Ich buchstabiere doch nicht, das ist kein Buchstabierwettbewerb hier. Okay. Jetzt war Schluss, ne? Ja. Und das war's für heute. Lassen Sie sich Ihre Identität nicht klauen, meine Damen und Herren. Bis zum nächsten Mal. Genau. Und die geplante Obsoleszenz und die Nebeneffekte, die an uns selber liegen, nicht unterschätzen. Sagt der gute Onkel Schnurrer. Genau, so ähnlich. Machen Sie sich einen Knoten ins Taschentuch, damit Sie es auch nicht vergessen. Und ach so, machen Sie gleich noch einen Knoten rein, der ist für Abonnentenwerben gedacht. Genau, haben wir jetzt mal virtuell getan und fühlen Sie sich geworben, motiviert und überhaupt. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Und danke fürs Interesse. Genau, ganz wichtiges Detail. Abonnieren, ja, und weiterempfehlen. Nicht, dass wir uns deswegen die Haaren kriegen.